Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute reden wir über den Reizdarm. Bin auch schon mal gespannt, was sind jetzt eigentlich die Wirkungen des Reizdarms und wie behandelt man einen Reizdarm? Das möchte ich heute eine Dame fragen, die sich mit dem Mikrobiom, also gibt es ja eigentlich die Mikrobiom-Päpstin, weil sie sich wirklich super gut auskennt damit, wie kein anderer. Also ich habe über 3000 Interviews gemacht. Noch nie habe ich das gehört, was ich von dieser Dame höre. Und ich nehme sie gleich mit auf die Reise. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich auch die Dame zeigen, die sich so gut auskennt, nämlich die Frau Dr. Med. Anne-Katharina Tschokke. Herzlich willkommen. Danke für diese Einführung. Ja, gerne. Manchmal kommt das Wort Papst her, also Papst, da gibt es manchmal die drei Papst, der Mikronährstoff-Papst, sind so verschiedene Ärzte, die solche die Namen kriegen, aber ich glaube im Bereich Mikrobiom gibt es neben dir wirklich niemand, der sich so beschäftigt. Ja, echt spannend. Alle unsere Sendungen waren super spannend. Aber jetzt gehen wir ins Thema Reizdarm. Vielleicht jetzt einfach noch mal zur Aufklärung. Wie fühlt sich ein Reizdarm an? Was sind die Wirkungen eines Reizdarms? Was hat der für Symptome ein Mensch, der mit Reizdarmproblemen hat? Also der Darm ist gereizt, wie das Wort es sagt. Und es kommt zu Schmerzen vor allen Dingen im Bauch. Es kommt zu Verdauungsstörungen irgendeiner Art. Und Stuhlveränderungen. Und die Diagnose Reizdarm baut darauf auf, dass man nichts körperlich findet. Eigentlich ist der Reizdarm gar keine Krankheit, weil eine Krankheit ja einen Namen hat. Und weil man viele, viele Patienten hat als Gastroenterologe, die Symptome zeigen, wofür man aber keine Ursache findet, hat man den Rest Reizdarm genannt. Aber erst, wenn man 12 Wochen die Symptome hat. Also es ist eine ganz schräge Diagnose, an der man schon ablesen kann, dass es da nicht allein um den Körper geht. Also 3 Monate lang dieselbe Symptomatik, die vom Patienten mit einem hohen Leidensdruck, mit Schmerzen und Stuhlveränderung, also heftige Durchfälle, die einen unter Umständen sogar hindern, aus dem Haus zu gehen und sowas, in Verbundenheit gebracht werden, da kriegt der Patient dann die Diagnose Reizdarm. Wichtig ist, wenn solche Symptomatik auftritt, also Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, Durchfall über eine längere Zeit, dass man dann also auf jeden Fall erstmal zum Hausarzt geht und sagt, ich habe die und die Probleme und das dann abgeklärt wird, weil ja auch alles mögliche andere dahinter stecken kann, bis zum Darmkrebs oder Ovarialkrebs oder Wirbelsäulenveränderungen, Ischiasbeschwerden. Also man kann ja auch über Wirbelsäuleneinengungen Schmerzen im Bauchraum haben und all dies muss abgeklärt werden. Und wenn der ganze Mensch durchsucht worden ist, ist keine Unverträglichkeit, keine Zöliakie, keine Glutensensitivität und nichts dergleichen, keine chronisch entzündliche Darmerkrankung, kein Colitis ulcerosa, kein Morbus Crohn, kein nichts dergleichen. Man findet nichts, dann setzt die Diagnose Reizdarm ein. Das ist unbefriedigend für einen kranken, sich krank fühlenden Menschen, weil es dann heißt, ja, ist ja alles nur psychisch. Das ist so ein gemeines Argument, das Gott sei Dank jetzt ein bisschen relativiert wird dadurch, dass man festgestellt hat, dass tatsächlich Bezüge da sind im Mikrobiom zwischen dem Darm und dem Gehirn. Und es dann Regulationsstörungen geben kann von der Darm-Hirn-Achse, die über den Nervus vagus vermittelt wird. Und die sensiblen Nervenendigungen im Darm tatsächlich überreizt werden. Also dazu muss man wissen, dass das Darminnere ja nicht nur Zellen hat, die Schleim produzieren, die das Essen aufnehmen, sondern ein ganz ausgefeiltes Wahrnehmungsorgan ist, ein sehr, sehr feines Wahrnehmungsorgan, was Nervenendigungen hat, was spezielle Zellen hat, die enterochromaffinen Zellen zum Beispiel, die den Stuhlinhalt wahrnehmen, sehr sensibel. Also es gibt auch Aromazellen im Darm, die riechen quasi, bildlich gesprochen, was im Darminneren ankommt. Das heißt, der Darm ist ein hochgradig sensibles Organ auf der körperlichen Ebene schon, um wahrzunehmen, was da als Ernährung in den Menschen reinkommt und wie das ankommt und was da ankommt. Und diese ganzen Nerven werden zusammengefasst im enterischen Nervensystem, einem Bauchgehirn, was wir haben, was wiederum direkt gekoppelt ist mit dem Zentralnervensystem. Und das hängt alles miteinander zusammen und macht uns zu einem Menschen ja auch. Damit ist aber auch klar, dass die Ernährung eine große Rolle spielt beim Reizdarm. Und die Auswirkung bestimmter Ernährung oder aber bestimmter Reize
auch psychischer, seelischer Art, Umständeart, ein Geruch, ein Geschmack, ein irgendwie gearteter Reiz dazu führt, dass dieses Nervensystem auf Alarm schaltet und man seine Symptomatik hat. Mhm. Für Ärzte extrem unbefriedigend, weil ein Arzt natürlich besser behandeln kann, wenn er eine körperliche Symptomatik hat. Weshalb in den Leitlinien dann gängigerweise irgendwelche lindernden Medikamente angeboten werden, die die Motilität des Darmes zurückfahren, die Schmerzen reduzieren und sowas, was natürlich nicht wirklich eine Lösung ist. Aber alles, was ich ja dann schlucken würde, würde ja allenfalls dann auch das Mikrobiom des Darms zum Beispiel noch wieder eigentlich nicht aufbauen, sondern eher schwächen. Durcheinander bringen, ja. 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 Und dann wird das Problem noch größer, wenn ich dann absetze, die Medikamente. Ja, also auf der körperlichen Ebene, da nehmen wir das Mikrobiom jetzt mal mit rein, kann man natürlich auf der Mikrobiomebene sehr viel tun. Wir hatten schon einige Sendungen, die über die Möglichkeiten der mikrobiellen Therapie gesprochen haben. Da ist ja mein Buch dann immer wirklich der Maßstab, wo man zu Hause in Ruhe nochmal nachblättern kann. Wie kann man das tun mit den Bakterien? Friedliches Kauen, friedlich sage ich, friedliches Kauen, das friedlich kommt mir wahrscheinlich gerade in den Kopf, weil es um eine insgesamt friedliche Haltung mit sich selbst geht. Ist hier in diesem Buch das Reizdarm, wenn ich Reizdarm suchen würde, hätte man hier drin die Anleitung? Weißt du, es ist eigentlich nicht wichtig, ob ich einen Reizdarm habe oder eine andere Darmerkrankung, weil der Umgang mit dem Mikrobiom ist für alle in gleicher Weise wichtig. Mhm. Das ja, heißt, ja, klar. Im hinteren Teil, der vierte Teil, hat diese Mikrobiomtherapie. Schau noch mal rein. Es gibt zwei Register, einmal hinten und Reizdarm, einmal. Reizdarm, ja, 42, 120, 162, also fünf Artikel hier drin. Gut, also es ist gut beschrieben. Und vorne gibt es noch ein Indikationsverzeichnis für die verschiedenen Krankheiten nochmal. Mhm. Also, das ist ja die körperliche Ebene. Und dann kann man diese Mikrobiomtherapie, die ich da drin entwickelt habe, schon vor vielen Jahren, die kann man dann für sich mal umsetzen und gucken, was macht das mit meiner Symptomatik? Habe ich da vielleicht eine Linderung dadurch? Kannst du kurz etwas sagen, wie die Behandlung so ungefähr noch aussieht, ohne jetzt ins Detail zu gehen? Also wichtig ist, dass man alle Aspekte hinterfragt, wo man selber mit Bakterien Kontakt hat und wie man damit umgeht. Der erste Aspekt ist Frieden mit den Bakterien schließen, aufhören, Bakterien zu bekämpfen und stattdessen mit Bakterien zusammenzuarbeiten, weil das Mikrobiom als Ganzes im Körper ja in Kontakt geben mit den Umgebungsmikroben, mit den Nahrungsmikroben, mit den Körperpflegemittelmikroben. Man würde eigentlich durch seinen ganzen Alltag mal durchgehen und gucken, was benutze ich für ein Shampoo, für eine Zahncreme, für eine Creme auf der Haut, für was auch immer, Reinigungsmittel. Desinfektionsmittel bis hin zu Antibiotikum schlucken, das sind alles Dinge, die mein Mikrobiom beeinflussen. Gut. Genau, und sich fragen, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich? Ja. Und jetzt, wenn man dann weiß, das macht was mit dem Mikrobiom, weglassen. Wenn ja, zumindest wenn ich einen Reizdarm habe und das loshaben möchte, muss man dieses Register schon ziehen. Ja, also die Studien, die man gemacht hat zwischen Mikrobiom und Reizdarm, waren unbefriedigend und hatten widersprüchliche Ergebnisse. Ich habe mir die Studien zum Teil angeguckt und das Studiendesign war auch so, dass man nicht wirklich gute Ergebnisse kriegen konnte. Mhm. Der Reizdarm wird dann gerne mit einem Antibiotikum behandelt, auch immer noch leider. Das ist aber definitiv keine langfristige Lösung. Wichtiger ist, eine Mikrobiomtherapie zu machen. Mhm. Also wirklich zu gucken, wie kann ich mein Mikrobiom als Ganzes in eine Vielfalt, in eine Fülle und eine kooperative, dynamische Ordnung bekommen. Also das steht mache ich mal nichts mehr kaputt, das hast du jetzt erklärt. Wir müssen einfach schlau werden, wissen, wo machen wir was kaputt. Zahnpasta hat ja sehr oft auch Dinge drin, die das Mikrobiom stören, dann schlucke ich es runter, habe ich wieder was. Genau. Konservierungsmittel in Nahrungsmitteln macht auch wieder was. Ja, aber zum Beispiel auch das Spülmittel aus der Spülmaschine in der Küche. Ja, wenn ja. man das überdosiert oder eins nimmt, was toxisch ist, habe ich mit jedem Glas, also ich nehme Glas aus der Spülmaschine, dann habe ich da Spülmaschinenreste mit dem Wasser. Das sieht jeder, wenn er Wasser reinleert, gibt es oben ein bisschen einen Schaum. Ja. Und der löst sich lecker. Dann wieder auf. Ja, ja. Lecker. Das ist der Glanzspüler. Toll, schmeckt. Ja, und das sind ja Detergenzien, die dann die Schleimoberfläche im Dünndarm auch auflösen. Ja, die wirken ja nicht nur dann auf der Zunge und machen da vielleicht Parodontitis, weil da die Oberfläche gestört wird, sondern wirken auch im Magen, stören die Magenschleimhautoberfläche, dann kriege ich Magen, vielleicht saures Aufstoßen oder
Unverträglichkeiten oder Magenprobleme. Und es geht dann natürlich weiter in den Darm. Und wenn dann nicht die Mikroben im Darm sind, die das in Stücke spalten und neutralisieren, dann geht es halt weiter. Oder aber man hat eine Fehlbesiedlung im Darm, die dazu führt, dass es dann, das ist ja Spülmaschinenmittel sind ja mit ein Aspekt zur sogenannten Barrierestörung, dem Leaky Gut. Dann können diese Substanzen dazu führen, dass die Oberflächenspannung auf dem Schleimfilm, auf dem Biofilm der Schleimhaut reduziert wird, dann kann es zu Durchlässigkeiten kommen, dann kommen toxische Substanzen durch die Zellen durch oder neben den Zellen vorbei, in die Pfortader, kommen in die Leber, werden dann glucuronisiert, sagt man. Die Leber hat Glucuronsäure, das ist ein Teil aus dem Vitamin-C-Stoffwechsel, die das bindet und dann durch die Galle wieder ausscheidet, dann kommt es wieder in den Darm. Und wenn dann aber die Bakterienbesiedlung im Darm nicht stimmt, dann sind da womöglich Bakterien, die Clostridien beispielsweise, die dann die Glucuronsäure wieder abspalten, dann ist das die toxische Substanz, die die Leber mühsam entgiftet hat zur Ausscheidung, ist wieder toxisch, wird wieder rückresorbiert, kommt wieder in die Leber und dann kann ich so toxische Kreisläufe haben. Ja, da gibt es also verschiedene Aspekte, die dazu heftig dafür sprechen, dass man sein Mikrobiom richtig gut in Ordnung bringt. Weil wir in der westlich zivilisiert industrialisierten Welt alle ein gestörtes Mikrobiom haben, durch die Bank. Also da ich wahrscheinlich auch, du auch, einfach weil viel auch durch die Umgebung kommt und die ganzen Maßnahmen. Und dann guckt man, dass man alles Schädliche weglässt. Das für die Ernährung gilt auch, chemiefrei zu essen. Biolat konsequent einkaufen, dann aber auch sich mit Bakterien aktiv zu versorgen, ballaststoffreich sich zu ernähren und zwar jetzt nicht unbedingt nur Weizenklei in Joghurt rühren, sondern gucken, dass man faserhaltige Getreide zu Gemüse zu sich nimmt, die Getreide als Vollkorngetreide ein bisschen länger kocht, aber dann das, da kann man in der Literatur alles Mögliche finden, in meinen Büchern auch, dass man guckt, dass man wirklich einen hohen Ballaststoffgehalt am Tag hat, weil die Ballaststoffe von den Bakterien im Dickdarm gespalten werden und Energie an den Darm abgeben. Die Energieversorgung im Darm erfolgt nicht von der Blutseite, sondern über die Energie, die von den Bakterien abgegeben wird. Mhm. Und wenn ich die Bakterien im Darm nicht gut versorge, dann geben die den Darmzellen, auch den motorischen Darmzellen, nicht die ausreichende Energie, und um in Frieden die Sachen zu kneten, sondern dann gibt es eine Hyperaktivität und man muss ständig aufs Klo. Mhm. Also diese Zusammenhänge sind alle geschrieben, die sind aufgeführt in meinem Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Also jeder, der einen Reizdarm hat und sich mit dem Thema beschäftigen möchte, sollte dieses Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit auch mal lesen, um zu wissen, was das alles für Zusammenhänge gibt, um bei sich zu prüfen, wo kann ich was gestalten? Und die Therapie, die darauf aufbaut, ist dann in dem Buch Natürlich heilen mit Bakterien drin. Also die beiden Bücher bräuchte man dann. Wenn ich doch das Thema EM anschaue, effektive Mikroorganismen, wo du mir erklärt hast, wie wirklich Bakterienstämme, sagen wir 30 Stück, miteinander in Harmonie wachsen dürfen, gedeihen dürfen, zu einer Ordnungsstruktur. Und wenn ich jetzt so ein EM trinken würde, ein bisschen, sagen wir mal, Tropfenweise. Nix da bisschen, tropfenweise. Dann würde ich ja auch hier sofort eine Ordnungsstruktur in einen Reizdarm bringen. Das könnte doch mit Glück sehr schnell Linderung geben. Ja, in dem Anteil, der körperlich ist. Aber was ganz wichtig ist beim Reizdarm, meine Beobachtung, und das ist eigentlich inzwischen auch bekannt, dass hinter dem Reizdarm eine Traumatisierung liegt, die oft sehr lange zurückliegt. Mhm. Also der Darm ist ja der Ort, wo Begegnung stattfindet von außen, innen, fremd und eigen. Und Menschen, die in der frühen Lebensphase da nicht in Geborgenheit und Fürsorge gut versorgt aufgewachsen sind, die können gar nicht anders als später einen Reizdarm entwickeln. Und dann ist wichtig, für sich selbst im hohen Maße Selbstfürsorge zu praktizieren. Und sich mit einer dicken Wolldecke aufs Sofa zu kuscheln, mit einem Pfefferminztee, der gut entspannend wirkt. Übrigens in so einer Reizdarmsituation ist Pfefferminz eine ganz gute Heilpflanze auch. Mhm. Und dann ist aber wichtig, dass der Darm ja etwas ausdrückt, was auf der Seelenebene gereizt ist bis zum Anschlag. Und eigentlich wundert mich, dass in der jetzigen gesellschaftlichen Not, die wir haben überall, nicht jeder einen Reizdarm hat. Aber man spricht ja auch nicht immer drüber. Ja, aber wichtig ist,
dass man dann hinguckt und nicht sagt, ich gucke das alles jetzt nur Mikrobiom und körperliche Ebene, das ist alles wichtig und sehr hilfreich, aber reicht mit Sicherheit nicht aus, wenn die dahinterliegende Traumatisierung, die womöglich jetzt in einem Arbeitsverhältnis, in einem Lebensverhältnis, in einem Beziehungsverhältnis weiter stattfindet, auch geheilt ist. Wenn die nicht auch geheilt ist, wird der Reizdarm nicht durch Bakterien geheilt werden können. Dann kommt das wieder. Dann fängt, also immer dann, wenn eine Situation besser geworden ist durchs Mikrobiom und kommt nach ein paar Wochen wieder, dann ist die dahinterliegende Ursache nicht angeschaut worden. Das hört man ja sehr häufig, wenn Leute unter Druck geraten, gerade Angst oder irgendeinen Stress haben, dass sie dann sofort wieder reagieren mit irgendwas. Ja, der Körper schaltet auf Alarm, weil er so früh im Leben keine Geborgenheit erlebt hat, sondern eine Schutzlosigkeit, ein Ausgeliefertsein. In vielen Fällen ist es ein Missbrauchserlebnis, was gar nicht im Bewusstsein ist. Wenn so ein kleines Baby, ja, das ist ein Fall gewesen im Freundeskreis, ein kleines Baby, die weiß es eigentlich deshalb, weil sie Buddhistin wurde und dann in der Meditation plötzlich die Bilder alle kriegte von sich als Baby. Was sie dann da erlebt hat, das wusste die nicht. Ja. Ja, weil es gibt immer Essstörungen, auch mit dem Reizdarm zusammen, die da verknüpft sind. Das ist bekannt, ja, dass sie dann als wirklich kleines Kind für oralen Sex missbraucht worden ist. Ich spreche das jetzt mal aus. Und weil so Situationen ja nicht im Wachbewusstsein sind, dazu war man ja viel zu klein, aber im Körpergedächtnis gespeichert sind, wird jeder Reiz, der irgendeine Erinnerung an dieses somatische Gedächtnis ausübt, diese Panik des Missbrauchs, des Bedürfnisbefriedigungsobjekts Seins, also des reduziert worden Seins auf ein Objekt, das ist ja vernichtend. Ja, jeder Mensch, der auf ein Objekt reduziert wird, muss sich als vernichtet erleben, weil da die Seelenqualität des einzigartigen Seins dieser Persönlichkeit mit Füßen getreten wird. Also vernichtet, wirklich fehlt da gerade die Worte. Nicht? Und wenn so Geschichten darunter liegen, dann kann es sein, dass man die gar nicht kennt. Und dann ist es natürlich ein sehr, sehr behutsamer Weg nötig, sich dem langsam zu nähern. Und der geht über die Selbstfürsorge, maximale Selbstfürsorge. Was nämlich in der frühen Zeit, oder das kann ja in beliebigem Alter gewesen sein, wenn man in Schockzustand gerät, dann erinnert man sich später nicht dran. Das kann auch ein 6-, 7-, 10-, 15-jähriges Menschenkind gewesen sein. Oder später, und man erinnert sich dran, kann ja auch sein. Dann wurden ja die eigenen Bedürfnisse komplett ignoriert. Und dann ist es wichtig, dass man dann als Erwachsener, wenn man die Symptomatik hat, Selbstfürsorge betreibt, wenn ich Hunger habe, dass ich esse, wenn ich müde bin, dass ich schlafe, wenn ich durstig bin, dass ich was trinke. Weil Menschen, die so ein Erlebnis hatten, denen passiert dann auch, dass sie das nicht mehr können. Und dann kann man das üben. Es geht ja so ein bisschen ins Eingemachte. Ja, es ist heftig. Sehr heftig, aber verständlich. Aber was ist bei den Menschen, die sich jetzt einfach überhaupt nicht daran erinnern, dass ihnen was zugefahren ist auf der seelischen Ebene? Das kann ja heilen mit späteren liebevollen Zuwendungen. Ja, also man ist ja nicht ein Sklave seiner Erinnerungen. Aber deshalb sagte ich Selbstfürsorge. Wenn man das nicht weiß und hat einen Reizdarm, dann fängt man mit der Selbstfürsorge im Hier und Jetzt an. Ganz behutsam essen. Gut, da gibt es ja diese Rosinenmeditation, dass man dann mal wirklich die Esskultur nutzt, um sich selber zu fühlen. Geborgenheit beim Essen, Ruhe beim Essen. Ja, das Essen ist ja das, was auf mich zukommt. Und geht immer in Resonanz mit allem, was man früher erlebt hat, was auf einen zugekommen ist. Und dass man im Hier und Jetzt bei sich selber anfängt, so fürsorglich zu sich zu sein, wie in den damaligen Situationen jemand nicht gewesen ist. Dass man die Verantwortung übernimmt, sagt, okay, das ist irgendwas da, ich weiß es nicht, ich habe da nur diese Symptomatik, dann kann ich mit der Selbstfürsorge, mit der ganz konsequenten Selbstfürsorge, die muss man dann richtig üben. Und wenn ich hungrig bin, dann esse ich. Und ich bin mir wert, das beste Essen zu essen, was ich kriegen kann. Ich kaufe meine Kartoffeln im Bioladen und die Nudeln. Man muss jetzt nicht Champignons an Weihnachten kaufen, das ist unbezahlbar, und Spargel an Ostern, ja. Aber das, was man so am Alltag zu sich nimmt, wirklich die maximale Qualität und Eigenwert aufbauen, selbst wertvoll sein wieder aufbauen, Selbstfürsorge. Ich bin es mir wert. Und dann kann das auch heilen. Ich bin kein Freund von alles aufwühlen und nochmal rausholen. Wenn jemand dann Meditation geht, dann wirklich die eigene
Liebe zu sich selbst entwickeln, den Weg nach innen finden, wo man an die Quelle des Lebens dann hoffentlich irgendwann mal kommt, wo dieser Frieden ist, wo dann auch die Versöhnung und die Vergebung von alleine da sind, weil man in eine Ruhe kommt, wo man sagt, es ist, wie es ist und es ist mein Schicksal und es ist gut und dann reagiert auch der Körper damit. Also Meditation, Entspannungsübung, autogenes Training. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr heilsam bei Reizdarmerkrankungen. Ist ein guter Ansatz, also für mich völlig schlüssig. Einerseits wirklich schauen, dass ich alles, was nicht zu mir gehört, also was nicht natürlich ist, an Giftstoffen, Fremdstoffen, Konservierungsstoffen, dass ich das mal sicherlich außen weglasse, dass ich nicht noch mehr Belastung in den Darm kriege. Dann den Darm wieder aufbaue über gute, hochwertige Ernährung, wie du gesagt hast, allenfalls auch mit tropfenweisen EM, je nach Anleitung und je nach Beschwerdebild. Und dann eben auf der seelischen Ebene schauen. Und ja, da auch parallel, dass die Reize, die auf einen eintreffen, zu dem Menschen passen, der man ist. Dann schaltet man eben mal alles ab und ist nicht erreichbar und geht nicht aufs Fernsehen, sondern setzt sich in Ruhe auf den Baumstumpf ins Moos, wenn man zugänglich hat und guckt, dass es einem einfach mal in der Ruhe gut geht. Wirklich dem eigenen wieder Raum geben, dass es sich entfalten kann und die Reize, diese ganzen akustischen, optischen Reize mal wirklich wegschalten. Musik machen, musizieren wäre auch ein guter Weg. Selber mit Instrumenten, die dann ein bisschen seelenbalsam sind. Leier spielen zum Beispiel, ja. Und muss ja, ne, dass man was, oder auch von innen, die Kraft kommt ja auch von dem, wenn man tut, was man schon immer wollte. Tanzen gehen oder Affen in Borneo beobachten oder Windsurfen lernen oder also was Eigenes, wirklich das eigene Umsetzen, kreativ, schöpferisch sein, ist ja eine Kraft, die auch heilsam ist. Damit diese ganzen Reize von außen dann eine Kraft von innen kriegen, die sagen, ich bin hier, ich bin, ja, ich bin, ich darf sein mit meinem eigenen Leben. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir optisch bombardiert sind, wenn man am Bahnhof ist. Das hält man ja nicht aus. Hier eine Kamera und da eine Leinwand, die bewegt sich dann auch noch die ganzen Reize. Dass man dann den Gegenpol schafft und sich wirklich vielleicht eine kleine Insel zu Hause, ein Eckchen, wo man seine Ruhe hat, ein hübsches Bild, eine Kerze, ein Stein, ein Blümchen, was einem da gefällt, wo man sich dreimal am Tag für 5 Minuten hinsetzt, Quality Time, in der Ruhe mit sich selbst, im Frieden mit sich selbst und entdeckt, dass der Frieden in einem selbst drin ist, wenn der Rest alles mal wegfällt. Da kommen wir wieder in diese Ordnungstherapien rein, das eine stärken, damit das andere uns nicht mehr schwächen kann, sodass wir dann wirklich die Balance halten. Und ja, das hast du jetzt auch wunderbar zusammengefasst. Und das Vertrauen, dass in einem selber diese Kraft auch ist. Jeder lebt sein einzigartiges Leben. Niemand kann mir sagen, wie ich mein Leben leben kann. Ich kann Freunde fragen, aber die werden alle was anderes sagen, aus ihrer Perspektive. Und das ist wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo das nicht gefördert wird. Das muss man aktiv für sich selber suchen, sagen, wo. Und es braucht vielleicht ein Jahr, 5-mal am Tag still sitzen, bis man entdeckt, was da wirklich ist. Die Geduld darf man dann auch haben. Das ist nicht umsonst. Wenn ich jetzt mich mit dem Thema Reizdarm jetzt noch wirklich beschäftigen will und jetzt auch eine Anleitung suche, hast du jetzt vorhin auch etwas von deinen Büchern erwähnt. Kann man da auch schon mal noch das Inhaltsverzeichnis alles durchlesen und schauen, ist es jetzt das Buch, was ich mir unterstützend helfen würde auf meinem Weg, den Reizdarm loszuwerden? Also das Darmbakterienbuch, Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit, meine Website heißt ja auch www.darmbakterien-buch.de. Ja. Und in dem Buch in der Mitte, so Seite 184 rum, habe ich auch mal eine Liste mit Fragen aufgeführt, die man sich selber stellen kann über sein Leben und so. Das ist auch ganz hilfreich, das mal durchzugehen. Sind auch andere praktische Hinweise. Und die Bücher sind alle auf meinen Websites drauf. Darmbakterien-buch.de, das sind auch Videos und andere Informationen. Da findet man auch Veranstaltungen von mir. Dann lohnt sich's auch mal, zum Seminar zu kommen und zum Vortrag, wenn die wieder möglich sind. Weil das dann live nochmal anders ist und man dann auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Das ist dann in den Seminaren dann nochmal besser, weil ich habe ja keine Praxis, ich kann keine Telefonberatung anbieten. Und wenn dann Seminare und Kurse stattfinden, dann ist die Möglichkeit, dann auch Fragen zu stellen, persönlich auch. Ja, ist natürlich eine ganz, ganz wertvolle Sache, selbstverständlich. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Frau Dr. Med. Anne-Katharina Czocke, herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese Erläuterungen.
und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wichtig war für uns einfach, Ihnen in Bezug auf Reizdarm eine erweiterte Sichtweise vermitteln zu dürfen, nämlich es nicht zu unterschätzen, wie bedeutsam Ihr Mikrobiom ist in Bezug auf den Reizdarm und dass dieses Mikrobiom halt auf unfassbar viele Reize von innen und von außen natürlich reagiert. Und genau hier wollten wir Ihnen zeigen, dass Sie da natürlich entsprechend agieren können, um hier Heilung oder diesen Reiz zu beheben. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.